Kopfpunk. Auf Punkrockers Radio.de. Zusammen, ihr hört Punkrockers Radio. Die Sendung heißt Kopfpunk und mein Name ist Marco. Oh, das sollte ein Plop sein. Wer heute hier zuhört und die Flensburger Plops während der gesamten Sendung richtig zählt, hat die reelle Chance, eine Pepone-LP zu gewinnen. Ihr müsst allerdings dafür auf www.punkrockers-radio.de in den Webchat kommen und euch einen möglichst sinnvollen Namen geben. Und wer dann so kurz vor 22 Uhr, ich gebe dann das Startzeichen, richtig tippt, der bekommt morgen von mir mit der Post beziehungsweise es wird wahrscheinlich dann übers Wochenende dauern, die neue Pepone-LP, die freundlicherweise von die Bürdebehörde zur Verfügung gestellt wurde. Aber wir hören jetzt erstmal rein. Pepone aus Magdeburg, Absatz. Die Brücke, die Familie, der Schwur, niemals dorthin zurückzugehen, von wo sie kamen. Und keine Aussicht auf eine Zukunft, die Kinder, die auf der Brücke gehorsam die Hand ihrer Eltern nehmen. Die Augen schließen, gesagt bekommen. Die Augen schließen, gesagt bekommen. Sie sollen sich etwas wünschen. Die Augen schließen, gesagt bekommen. Die Augen schließen, gesagt bekommen. Sie sollen sich etwas wünschen. Wenn sie die Augen wieder aufschlagen,
zusammen, ihr hört Punkrockers Radio. Die Sendung heißt Kopfpunk und ich freue mich heute Abend, Pepone aus Magdeburg per Skype zugeschaltet hier in der Sendung begrüßen zu dürfen. Hallo Jens und hallo Norman. Hallo Marco. Ja, hat hervorragend funktioniert. Ich habe euch letzte Woche schon mal in der Sendung gespielt. Ich habe euch schon mal vor 2 Jahren wahrgenommen. Da hatte Elfenart Daniel mir eure Demo-CD mitgeschickt bei irgendeiner anderen Bestellung. Die lag dann dabei. Und jetzt hatte er mir kurzfristig den Link geschickt, um mal reinzuhören bei auf eurer Seite, glaube ich, oder bei Bandcamp. Und beim zweiten Hören, da sprang der Funke dann über. Beim ersten Hören nicht so, sondern kann aber auch tagesformmäßig natürlich sein, wie es dann halt manchmal so ist. Aber beim zweiten Hören fand ich die Platte saustark. Ne? Wobei ich sagen muss, die Platte ist für mich eigentlich eine Mischmasch irgendwie. Eine Situation, die ich so in der Form noch nicht erlebt habe. Ihr habt da einige Songs, die klingen für mich voll 80s-mäßig. Ich sag mal, Raketenrucksack oder Absatz, die finde ich total Joy Division und New Order beeinflusst. Ihr habt da einen anderen Song, der heißt, welcher ist es? Ich glaube, Rula. Genau, der Song über die Zeit, den finde ich, glaube ich, ziemlich Boxhamsters-mäßig. Irgendwie überhaupt klingen viele Sachen aufgrund des Nichtgesangs wie Boxhamsters. Ne? Irgendwie. Jens, du bist der Sänger. Ne? Ja. Was sagt dir das, wenn so ein Typ wie ich dann mit solchen Assoziationen ankommt? Ist das alles gewollt oder ist das alles ganz großer Blödsinn, was der Herr Kopfpunk da redet? Naja, der Vergleich mit Chor von den Boxhamsters, der kommt mir schon bekannt vor. Allerdings ist es nicht so, dass ich mich jetzt hinstelle und denke, ich müsste jetzt mal so ein Boxhamsters-Lied machen. Das sind einfach so Sachen, die ergeben sich und ich versuche einfach nur so zu singen, wie es mir Spaß macht. Und so, wie ich es halt kann. Oder versuche zu können. Okay, die Band spielt ja eh arg reduziert. Ihr habt auch eine ganz besondere Geschichte hinter euch. Ihr habt das, woran manche Bands verzweifeln oder kaputt gehen, nämlich Ausstieg eines Musikers oder Wegfall eines Musikers, habt ihr einfach kompensiert, indem ihr jetzt elektronische Instrumente beziehungsweise Keyboards oder weiß der Geier was oder einen Drumcomputer halt als Schlagzeugerersatz benutzt. Wie muss man sich das vorstellen irgendwie? Das ist ja dann doch schon recht konsequent in seiner Art und Weise, zumal ja eigentlich unter Musikern und unter Musikfans ja so ein Geist vorherrscht, der da so aussieht, dass man sagt, Rockmusik ohne einen Live-Drummer geht gar nicht. Ne? Und wie steht ihr dazu? Habt ihr einfach aus der Not irgendwie die Geschichte so rausgeboren oder war es ein vorüberlegtes Konzept oder wie kam das alles zustande? Es war schon so ein bisschen aus der Not. Unser Schlagzeuger hatte damals keine Lust mehr. Und muss aber dazu sagen. Oder wie kam das alles zustande? Es war schon so ein bisschen aus der Not. Unser Schlagzeuger hatte damals keine Lust mehr. Und muss aber dazu sagen, dass es bei uns so ist, dass wir uns alle drei schon so ziemlich aus dem Sandkasten kennen. Also wir haben uns als Kinder kennengelernt und wir sind immer Freunde gewesen. Okay. Und das steckt auch noch dahinter, dass wir halt wir sein wollten. Tobias ist weg, also machen wir halt alleine weiter und bauen uns unser eigenes Schlagzeug. Ja, okay. Wie macht ihr das live? Steht dann da ein Keyboard auf der Bühne, das bedient wird? Ich hatte jetzt gelesen, auf der Platte steht drauf, dass der Dennis für die Beatbox quasi verantwortlich ist. Damit ist doch der Drumcomputer gemeint, ne? Oder? Oder heißt das, der hat das nur programmiert oder macht er das auch live? Also der hat das, er programmiert das. Das ist der Norman, ne? Ich muss den Hörern sagen, das ist jetzt der Norman, der antwortet. Und vorher noch ein... Ja, dann... Prost erstmal. Ne? Ja. Also, wie läuft das live auf der Bühne ab? Ich habe euch jetzt so noch nicht gesehen.
Also der Dennis programmiert das erstmal mit einer Software, also das ist kein Drumcomputer im herkömmlichen Sinne, sondern ein Laptop mit einer Software, einem Programm. Und das steht dann auch auf der Bühne. Also wir haben kein Schlagzeug, sondern ein Laptop auf der Bühne. Da ist dann auch noch ein Keyboard angeschlossen und so Geräte, dass der auch Songs direkt ansteuern kann. Also mit einem Tastendruck springt er von Song zu Song und kann die dann starten und Pause machen. So, das geht relativ unkompliziert. Wie komponiert ihr denn überhaupt? Ich meine, ihr hattet ja vorher einen Schlagzeuger. War es damals auch schon so, dass ich meine, was hat sich dadurch geändert durch den Schlagzeugerwegfall für euch kompositorisch? Ja, es ist total kompliziert, jetzt einen Song zu schreiben. Mhm. Also man okay. kann dem Drumcomputer natürlich nicht sagen, mach mal einen Break und mach mal schneller, mach mal langsamer oder Hi-Hat oder wechsel mal aufs Tom oder sowas. Wir machen das in der Regel so, dass wir einen Beat haben, den wir lang hinspielen, ohne irgendwelche Schnickschnack, darauf umjammen und die Sachen dann auch aufnehmen. Dann fährt Dennis nach Haus mit dem Kram und macht dann Breaks und Snare-Wirbel und sich nicht alles. Ja. So funktioniert das in der Regel. Ist ein bisschen komplizierter als vorher. Sollen wir diese Sendung benutzen, einen Aufruf zu starten, dass sich Schlagzeuger in der Umgebung von Magdeburg angesprochen fühlen, sich bei euch zu melden, oder legt ihr da keinen Wert drauf? gute Frage. Wir haben vor 2 Wochen, glaube ich, eine kurze Session gehabt mit einem Schlagzeuger, der auch bei uns im Proberaum mit ist. Das ist ein Proberaum, der von mehreren Bands auch genutzt wird. Das ist schon mal auch mal wieder gut, mit einem richtigen Schlagzeuger zu spielen, aber mittlerweile, glaube ich, nutzen wir diese Beatbox und stehen auch dazu. Und, weiß ich nicht, kommt auch ein Versuch an. Was meinst du? Nö. Wir bleiben bei der Beatbox. Ja, gut, okay. Das macht euch dann ja faktisch auch zu einem Trio. Da werden Entscheidungen auch, glaube ich, leichter und schneller fallen. Und man hat natürlich mehr Platz im Auto, ist ja klar. Ja. Richtig, ja, und man kann dem Schlagzeuger sein, sei mal leise, der ist leise. Genau. Der trinkt ja. Nicht das Bandbier weg. Ein Blutbad, die halbe Welt schwamm mittendrin, die halbe Welt für Beine, Blut, Madengestank. Für eine Vorstellung zu viel.
sich mit Freunden legt und langsam, langsam vor sich entschmilzt. Wie ein Glas, was niemals sauber bleibt, weil jeder daraus trinken will. Man sollte nochmal die Hörer darauf hinweisen, wir machen eine Verlosung und wer die richtige Anzahl von Flensburger Plops während der gesamten Sendung zählt, Entschuldigung, und mir ganz, ganz schnell im Webchat während der Sendung, beziehungsweise ab 22 Uhr, sobald die Sendung vorbei ist, noch im Webchat bleibt und die richtige Zahl an Flensburger Plops nennt, der gewinnt eine Pepone-LP. Eure dicke Plattenfirma, darauf wollte ich eigentlich zu sprechen kommen, Klammer zu, also die heißt die Bördebehörde. Kenne ich schon länger aus dem Internet, kannte ich bisher aber nur als Blog und ist mir als Label vollkommen unbekannt. Aber der Thorsten, so heißt der Macher dahinter, der hat jetzt euch gefeatured. Wie kommt's? Was ist das für ein Kontakt? Irgendwie kennt ihr euch schon seit 10 Jahren. Ist das auch so ein Sandkastenfreund? Genau, ja, das ist richtig. Also es ist erstmal schon mal interessant, dass du den Thorsten schon vorher kanntest. Der wird sich bestimmt freuen. Nee, den Blog, jetzt nicht den Thorsten selber. Ja, das ist schon klar, das habe ich auch so gemeint. Nein, also wir kennen uns schon von früher. Und wir hatten halt kein Label und haben halt überlegt, was wir da mit der ganzen Sache jetzt machen. Ich war sogar eigentlich so ein bisschen dagegen, das auch auf Platte zu bringen, weil das ja auch viel Geld kostet. Okay. Da kam ein Trost ins Spiel und hat dann halt gesagt, wenn das niemand macht, dann mache ich das eben. Und Thorsten, der lebt, glaube ich, schon immer für seine Musik. Und da wusste ich dann, er meint es auch so. Für mich war halt wichtig, ich habe auch keine Lust, mich darum zu kümmern, den ganzen Kram mit Mailorder anschreiben und Radiosender anfragen und so einen ganzen Kram. Und da meinte halt Thorsten, er hat da schon Lust drauf. Und so ist das halt zustande gekommen. Da hat er extra für Pepone sozusagen die Bördebehörde Tonträger eröffnet. Genau. Und hat dann mit euch gemeinsam diese fantastische LP veröffentlicht. Gibt's aber nur als LP, ne? Keine CD-Variante oder irgendwie sowas, sondern da ist ein Download-Code bei oder irgendwie sowas, ne? Oder? Richtig, ja. Ja. Okay. Sehr schön anzuschauen. Schönes Grafikdesign, irgendwie schönes Layout. Da habe ich dann gelesen, das hat dann günstigerweise auch der Thorsten dann direkt in einem gemacht. Also ein Tausendsasser sozusagen.
Genau, ja. Also das hat er eigentlich schon immer für uns gemacht. Ne? Ja. Wir haben ja vorher auch schon in anderen Bands gespielt. Das Artwork hat eigentlich fast immer er gemacht. Wisst ihr denn, wie kommt denn dieser Bandname zustande? Also ich habe eben extra nochmal bei Wikipedia nachgeguckt, irgendwie, also ich bin ja als Kind, habe ich selbstverständlich auch sehr gerne die Don Camillo und Peppone Filme im Fernsehen gesehen und jetzt frage ich mich aber, hat es denn zwingend damit zu tun? Wo kommt der Name her? Jetzt schauen wir uns an. Ja, meinte ich, also ich komme drauf, weil ihr hattet ja auch auf der Demo-CD, hattet ihr ja als Cover einen Aufkleber von dem Peppone-Schauspieler Gino, wie heißt der, Servi, Gino Servi hattet ihr da drauf, ne? Und von daher dachte ich, das wäre naheliegend, der Bezug. Oder habt ihr dann im Nachhinein nur so eher damit rumgespielt, mal gucken, was der Name Peppone so hergibt? Nein, also der kommt schon von der Serie. Ja, okay. Ist das eventuell auch ein Hinweis auf euer Alter? Ich weiß gar nicht, seid ja. ihr seid schon jenseits der 30 und auch schon jenseits der 40, glaube ich, ne? Nein, oder? Nein. Okay. Das habe ich nicht gesagt. Das zum Beispiel könnte so eine Sache sein, die man dann rausschneidet. Ne? Aber lass mal natürlich irgendwie. Ich finde die Platte, wie gesagt, nach jetzt inzwischen so 8- oder 9-maligen Anhören echt klasse. Die wird immer besser. Worauf ich nochmal zurückkommen wollte, war eben die Einflüsse, die ich so benannt habe, die ich so beobachtet habe, spiegeln ja auch ein Stück weit die Gesamtatmosphäre auf der Platte wieder. Und ich sag mal, das sind so 2-3 Stücke, die sind sehr Joy Division und sehr, sehr wavig und die anderen Stücke eher punkig. Kann es sein, dass gewisse Stücke einer aus dem älteren biografischen Verlauf der Band sind die Stücke teilweise schon sehr alt? Also soweit ich weiß, sind doch 3 Stücke davon schon auf der Demo-CD erschienen, ne? Und die ist doch mindestens schon 2 Jahre her. Ja, Jens. Ja, genau. Also, Jens. Ja. Also das ist unterschiedlich. Ja. Wir haben uns schon extrem viel Zeit gelassen mit dem Album. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Die New Order-Sache, die du ansprichst, damit meinst du ja sicherlich den Raketenrucksack, oder? Raketenrucksack ist, muss man an der Stelle sagen, auch wieder komplett anders entstanden bei uns. Ja, für den Song ist eigentlich komplett Dennis verantwortlich. Also, sagen wir mal zu 90%. Wie wär's mit einem kleinen Wonnestündchen? Ich meine Sex. Komm schon, ja, ich weiß. Sommersprosse, warte! Muss ich dir erst ein Mixtape machen? Ja, wieso eigentlich nicht? Vorspulen, zurückspulen, über Gänge sitzen.
Festplatten rattern. Wir verschieben MP3s in ein paar Sekunden schon geschafft. Also willst du es oder nicht? Phil Collins größte Hits. Sei nicht so wählerisch. Und der ist ja nicht da heute. Der ist nicht da, nein. Er hat diesen Song quasi zu Hause gemacht, in seinem Schlafzimmer, hat ihn aufgenommen, hat es uns geschickt und hat dann gesagt, so Jens, da bitte, so hier möchte ich bitte den Gesang drauf haben. Und dann hatte ich eine Auftragsarbeit und bin dann zur nächsten Probe 20 Minuten zu spät gekommen, weil ich den Text noch nicht fertig hatte. Ah, okay. Deshalb klingt Raketenrucksack vielleicht noch etwas anders. Ja, ja, auf jeden Fall, leuchtet absolut ein. Welcher Song von der LP ist denn noch so kompositorisch der neueste? Welcher ist denn zum Schluss dazugekommen noch? Hula. Ja, ist einer der jüngsten sozusagen. Ne? Und glaubt ihr, dass es so in dem Tempo weitergehen wird für die nächste Veröffentlichung? Oder kann man schon Leute darauf einstellen, dass in ein, zwei Jahren schon wieder was Neues da ist? Oder dauert das jetzt 4 bis 8 Jahre? Okay. Also wir haben da nicht wirklich einen Plan. Ja, okay. Ja, ist sicherlich auch. In welcher Auflage ist das erschienen? Da gab es irgendwie 300 Stück, 200 schwarz und 100 rot oder irgendwie so? 100 rot und 400 schwarz. Genau, für die Jäger und Sammler. Für die Jäger und Sammler unter den Hörern kann man bestellen bei Börde, Behörde, Punkt und noch irgendwas findet man auf jeden Fall in jeder Suchmaschine. Ja, die Texte. Ne? Also das ist ja so für mich immer so das Hauptkriterium für diese Sendung, wenn ich da Bands einlade. Musik ist so das eine, die ist sehr unterschiedlich bei verschiedenen Bands und aber die Texte sind natürlich ein Stück weit bei euch sehr biografisch und ich sag mal so introspektiv. Wer schreibt die Texte? Der Sänger Jens? Zum größten Teil, ja. Also früher hat unser Schlagzeuger noch Texte mitgeschrieben, aber der ist ja nun nicht mehr da und da stand ich so ein bisschen im Zugzwang. Ja, okay. Dann hätte ich mal eine Frage an den Jens, nämlich, wo warst du 1994 im April und hast du auch um Kurt Cobain geweint? Ich fürchte, ja. Ja, wo bist du gewesen damals? Ich weiß es nicht mehr, wo ich 1994 im April war. Deshalb stelle ich ja auch eigentlich diese Frage. Es geht ja nicht wirklich um Kurt Cobain, sondern eher um einen Völkermord in Ruanda. Ja, okay. Sag was über den Titel. Kigali? Ne? Was ist Kigali? Ja. Kigali ist die Hauptstadt von Ruanda. Okay. Und da hat ein großer Völkermord stattgefunden. Erzähl ein bisschen mehr. Was weißt du darüber? Also ich habe mich mal eine Zeit lang damit beschäftigt, weil ich halt auch einen guten Freund aus der Region habe und da fand halt 94 ein Völkermord statt, wo in nur 100 Tagen knapp 1 Million Menschen abgeschlachtet wurden. Und ich denke, dass wir das alle, zumindest ging es mir damals so, als ich mich damit beschäftigt habe, dass man das eigentlich vergessen hat und gar nicht mehr über solche Sachen nachdenkt. Und deshalb habe ich irgendwie auch
bewusst dann den Musiker Kurt Cobain mit reingenommen, weil das passierte exakt am gleichen Tag oder so. Ja. Ich glaube, der Völkermord begann am 6. April und Kurt Cobain ist am 7. gestorben, oder ich weiß es nicht genau, keine Ahnung, das müsste ich googeln. Und dann der zweite Song irgendwie, da dachte ich irgendwie, ich habe jetzt gerade den Titel vergessen, ich muss mal kurz gucken. Der zweite Song ist Vorwärts, genau, Vorwärts. Und da dachte ich, da geht es ja auch so ein Stück weit, auf jeden Fall wird es angesprochen, die Tendenz, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich denke mal, so ist gemeint, die Tendenz vom Osten in den Westen zu ziehen. Ne, und da wäre halt die Frage, ist das ein biografischer Text? Geht es da um Leben in Magdeburg? Und geht es da um die Vermittlung von Zweckoptimismus? Der Norman. Ich habe die Text nicht geschrieben, deswegen darf ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Das ist ein alter Text, ein sehr persönlicher Text von unserem Drummer. Was hast du denn für das Lied getan? Bitte? Was hast du denn überhaupt für das Lied getan? Für das Lied? Das schiefe Solo am Anfang. Ach, um Gottes Willen. Darauf wollte ich dich nur angesprochen haben. Ja. Okay. Also, ja, nee. Aber ich meine, ihr teilt ja doch dann ein Stück weit die Message und das, was transportiert werden soll der Songs, tragt ihr ja als Band, oder? Also du kannst dich ja wohl trotzdem mit Vorwärts, mit dem Lied Vorwärts identifizieren, oder? Ich denke, letztens die Message so, dass es darum geht, auf die Nase zu fallen und auf jeden Fall wieder aufzustehen. Also es geht nicht um Zweckoptimismus, sondern tatsächlich weiterzumachen. Okay. Wie gesagt, der Hintergrund ist eher persönlich, aber die Message bleibt gleich. Aber deswegen auch der Titel Vorwärts. Ja, klar.
seid mein Freund und gib das Geld aus, welches du nicht hast. Vielleicht ist es das, was uns so ungewöhnlich macht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das Wort Resignation bleibt verschwunden. Für immer, ein für allemal. Vielleicht ist es das, was uns so ungewöhnlich macht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das Wort Resignation bleibt verschwunden. Für immer, ein für allemal. Pogo war so der erste Song, der mir so ein bisschen, der mir gut gefallen hat. Und
da fiel mir dann natürlich logischerweise dieses Film-Intro und Outro auf, irgendwie, wo es dann um ein Mixtape geht, um ein Greatest Hits mit Mixtape. Und was ist denn das für ein Film? Das ist eine Serie. Eine Serie? Bitte? Lost heißt die Serie. Ach so, von Lost, ja. Hätte ich mich jetzt nicht dran erinnert. Ich habe es alle gesehen, ja. Irgendwie. Ich habe die Folge geschaut und der Song war fertig, der war auch schon aufgenommen. Ja. Und da dachte ich, cool, das passt. Ja, das möchte okay. Ich bitte da reinhaben. Auf jeden Fall, okay. Einen Moment. Ups. Okay. Bitte? Sehen unsere Blobs mit? Ich habe bisher noch keinen gehört. Das dürfte schwierig für die Hörer werden. Ihr müsst dann schon ganz nah ans... Habt ihr auch Flensburger? Oder? Ja. Wir haben uns eingestimmt. Sehr anständig. Ja, Prost zusammen. Okay. Warum ist denn das Lied Absatz, was die zweite Seite eröffnet von der LP, ohne Text im Booklet? Soll das so eine Aufforderung sein, besonders gut nachzuhören, oder? Ja, genau. Also wer da nicht aufmerksam dabei ist, der versteht den Text nicht. Müsste ich eigentlich der Thorsten hat das Layout versaut und hat es nicht besser gewusst. Es hat einfach nicht mehr drauf gepasst. Ach so. Nein, stimmt nicht. Also der Text hat auch noch eine Geschichte, das ist praktisch eine kleine Nebengeschichte in einem Buch, das ich gelesen habe. Und ja, ich kann alle rausfinden, welches Buch das ist. Okay. Das ist nur Seiten. Nein, das ist das Buch heißt Englische Hasen von Kraken. Ein sehr spannendes Buch über unterschiedliche Kulturen in London zusammenleben. Und es gibt da eine ganz kleine Geschichte, nur am Rande, wo... Sag bitte nochmal, wie das Buch hieß, das konnte man nicht hören. Das Buch heißt Englische Harem. Englische Harem, Genau. Ein Roman. Ein Roman, ja. Okay. Und es gibt eine ganz kleine Geschichte in diesem Roman, wo es um kambodschanische Flüchtlinge geht, die aus London wieder abgeschoben werden sollen und nicht zurück wollen nach Kambodscha und lieber den Freitod wählen. Und wie gesagt, die eine Geschichte kommt so mit dem Hammer in diesem Buch, dass mich das doch sehr beeindruckt hat. Und dieser Absatz ist sozusagen ein Text. Dann ist das auch eine Parallele, mindestens zu dem Lied Vorwärts, eventuell auch zu Kigali, weil da geht es ja auch um Flüchtlingstendenz im Wesentlichen, oder? Ne? Seid ihr gefühlt immer auf der Flucht? Ist Pepone eine Fluchtband? Nein. Das ist nicht so. Unsere Geschichten sind wirklich. Sonst könntet ihr euch auch Fluchtpunk nennen, anstatt Beatboxpunk. Irgendwie. Es gibt ja auch die Band Flucht. Die Flucht gibt's auch, richtig, ganz genau. Irgendwie. So, ihr kommt aus Magdeburg, ihr seid da groß geworden und was so in Magdeburg los? Ihr habt eben schon angedeutet, ihr seid in so einem Proberaumcenter oder was mit mehreren Bands. Welche Band aus Magdeburg würdet ihr dringendst empfehlen? Außer Pepone? Na, Ben Racken vielleicht. Ben Racken stehen hier dringend auch noch zum Interview an. Da warte ich jetzt mal ab, was sich da so gibt mit der nächsten Veröffentlichung. Das würde dann vielleicht ganz gut passen. Steht ja jetzt mal wieder hoffentlich an. Muss ich den Tuba mal anmelden? Genau, melden wir den Tuba an. Ja. Sonst? Ja, Pepone, sonst. Ben Racken. Das sind die beiden Bands. Genau. Nein, es gibt sicherlich ziemlich viele Bands. Also in unserem Proberaumkomplex sind insgesamt 10 Proberäume aneinander und in jedem Proberaum sind bestimmt 2 Bands. Also wir teilen uns den Proberaum mit einer anderen Band und das ist in anderen Proberäumen ähnlich. Also es gibt schon relativ viele Leute, die auch Musik machen. Okay. Und ich habe gelesen, auf der Platte steht drauf, Kabelsalat Records war euer Tonstudio. Und woher könnte man den kennen? Mit welchen Bands hatte der schon was zu tun? Gregor, der Bass bei Mikro spielt, würde ich sagen.
aber Enrico gibt's ja nicht mehr. Enrico, ganz genau, Mandy, ganz genau, ja klar. Und Golgatha, ne? Oder wie hieß das? Genau. Das waren super Songs. Die hatten eine Split zusammen mit Ben Racken, ja klar, logisch, ja klar. Ja. Ja, ach, die gibt's gar nicht mehr. Ach Gott, was für ein Ärger manchmal. Ja. Und Kabelsalat Records, seid ihr das selber oder ist das so ein Studio, das man dann im Magdeburger Raum schon mal gerne anmietet oder wie kommt der Kontakt zustande? Also wir haben nicht in dem Studio aufgenommen, wir haben im Proberaum aufgenommen. Ach so. Genau, wir haben alles selbst aufgenommen im Proberaum und haben dann nur gesagt, das Mixen und Master machen wir nicht selbst, das hat Kabelsalat. Ah, okay, alles klar. Quasi technische Hilfe irgendwie, ne? Also. Ja, also der hat dann alle Spuren von uns bekommen und den Rest. Ja, okay, legitim, okay. Ja gut, okay. Letzte Frage im Wesentlichen. Wie sieht's denn aus mit Tournee, Konzerten? Kann man da irgendwas erwarten? Kommt ihr auch mal nach Nordrhein-Westfalen oder wie sieht die Sache aus? Auch da haben wir uns nicht wirklich einen Plan gemacht. Wir fangen erstmal an mit einer kleinen Party, um unsere Platte zu feiern in Magdeburg. Und das wird auch mehr oder weniger ein inoffizielles Teil mit geladenen Gästen in unserem Proberaum. Okay. Und dann werden wir bestimmt schauen, dass wir ja so immer langsam mal wieder ein paar Konzerte spielen. Aber wir sind halt alle auch schon, du sagtest ja schon etwas älter, stehen voll im Berufsleben, haben Kinder. Okay. Von daher wird man jetzt bei uns nicht die große Tour erwarten können. Nee, ist klar. Aber wir kommen gerne nach Nordrhein-Westfalen. Vielleicht brauchst du ja einen Kontakt für uns auch. Ist schwierig, aber mal gucken, wenn sich was ergibt irgendwie. Ich habe euch auf jeden Fall auf dem Zettel und weiß ja Geier, vielleicht ergibt sich über diesen Sender irgendwas. Wird ja von genug Multiplikatoren gehört. So sagt man das, glaube ich. Ja gut, okay. Also von meiner Seite aus war's das eigentlich. Man braucht ja jetzt nicht bei einer Newcomer-Band irgendwie direkt 2 Stunden Gespräch zu machen. Macht ja wenig Sinn. Ne? Bedanke mich erstmal bei euch. Habt ihr noch was? Möchtet ihr noch jemanden grüßen? Nein, also wir bedanken uns auch, dass wir dabei sein durften. Spannend. Ich hatte einen Blog auch schon vorher. Spannend, dass ich jetzt da auch bin. Das konnte man nicht verstehen. Das ist im Datenmüll von Skype untergegangen. Achso, aber gut. Bedanke mich einfach auch nochmal, dass ich auch das Interview hier mitmachen durfte. Das war der Norman. Okay. Ja, und Gruß. Also Gruß und Dank müssen wir an der Stelle vielleicht auch mal noch zu Daniel Elfmarkt geben, der das ja hier aufgebaut hat. Und natürlich an die Würdebehörde. Okay. Die man doch mal anwählen kann. Das gebe ich so weiter irgendwie. Ich bekomme jetzt morgen Post von Bürdebehörde und da wird die Platte unter anderem drin sein, die in die Verlosung geht an die Hörer, die mir im Webchat bis 22 Uhr die richtige Anzahl von den gehörten Flensburger Plops auch vernünftig benennen. Aber nur im Webchat, nicht per E-Mail oder irgendwie sowas. Gut, Leute, ich bedanke mich bei euch. Ne? Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ja. Wenn es blöd läuft, sind wir immer noch dabei.
in eine Richtung. Ich lauf ihr ständig hinterher, weil sie bei uns so kostbar ist. Brauchen wir davon immer mehr. Wenn es gut läuft, steht vor dem Wort ein frei. Wenn es blöd läuft, sind wir immer noch dabei. Pepone waren das aus Magdeburg und ja, wir haben einen Gewinner im Webchat gefunden. Ich muss mir nochmal den Namen genau angucken. Das ist MIP, also schlecht angemeldeter Gast. Ja, du schickst mir jetzt am besten schnell eine E-Mail an kopfpunk@gmail.com und gibst mir deine Kontaktdaten und dann werden wir, dann schicke ich das Ding morgen raus. Ne? Okay, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude. Geht mal ein bisschen auf die Seite von der Band www.pepone.info. Nächste Woche gibt's auch wieder eine Kopfpunk-Sendung. Würde mich freuen, wenn ihr dann einschaltet. In 2 Wochen habe ich Nichts 2.0 zu Gast. Auf Wiederhören. www.punkrockersradio.com.